Eine Trümmerlandschaft in Jabalia im Norden des Gazastreifens. Hier stand bis vor kurzem ein fünfstöckiges Wohnhaus, der ganze Stolz der Familie Al-Khalut. Als Israel das Gebiet attackierte, floh die Familie. Als die Al-Khaluts zurückkehrten, lag ihr Haus in Trümmern. Wir haben ein Zelt auf den Trümmern aufgeschlagen. Hier sind all unsere Erinnerungen begraben, unter unserem Haus, für das wir hart gearbeitet und an dem wir 30 Jahre lang gebaut haben. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Wir haben ein Zelt über den Trümmern aufgeschlagen und bleiben hier. Denn wohin sollen wir gehen? Es gibt keinen Ort, wo wir hin können. Es gibt keine Unterkünfte. Außerdem sind alle Gebäude zerstört. Selbst wenn man zu seinen Verwandten gehen will, sind deren Häuser ebenfalls zerstört. Die Familie hat sich zwischen all dem Schutt notdürftig eingerichtet. Es gibt Schlafplätze und eine Kochnische. Doch es fehlt am nötigsten, um Mahlzeiten zuzubereiten. Keiner hilft uns. Wir essen Unkraut. Wenn wir Käsekraut finden, kochen wir es in Wasser und essen es als Suppe. Wir gehen zu den Hilfsorganisationen und stellen uns an, in der Hoffnung auf einen Teller mit Käsekraut oder so. Es ist immer Käsekraut, sonst gibt es nichts. Laut Angaben der Vereinten Nationen befindet sich jeder zweite Bewohner des Gazastreifens in einer katastrophalen Ernährungssituation.